Die letzte Palette von diesen Setzpflanzen müssen wir jetzt noch absetzen. ja. Sagt man das so? Abladen, so. Ne? Genau. Ja, aber mit dem Kran kann man auch sagen, dann setzt man die ab. Das stimmt schon. Jo, lass flippen, ey. Jo. Jo. Und dann haben wir auch auspacken. Okay, müssen wir was auspacken? Ich pack mal, Wie viel Baumaterial muss ich auspacken? Ist ja nichts. Ich will die Setzpflanzen auspacken. Echt? Ah, stopp! Hast du? Ja, warte. Ah, da. Ui. Jetzt nimmt sich jeder einen Baum und bringt ihn Das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Das stimmt. So, ein Jungbaum. Guck mal hier, die drei Jungbäume sind hier schon drin. Wo du das Loch gegraben hast. Die sind hier schon drin. Ach so, ja. Nur der Rest nicht. Ach, das sieht ja aus, als wenn wir dann wieder Erde verfüllen müssen. Oder auch nicht? Nee, glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich hätten wir alles machen müssen, ja. Wie alles? Ja, gehe ich von aus. Ja. Stand auf meiner Aufnahme. Naja, gibt Schlimmere. Genau. Auch schön, haben wir auch noch nicht in so einer Masse, ne? Ne, in der Masse nicht, das stimmt schon, aber wir hatten das schon mal. Ja, klar, dass wir Pflanzen setzen mussten. Bei dem Teichbau oder was das war. Ja, irgendwie im Kleingarten oder keine Ahnung. Ja, und auch, glaube ich, bei dem ersten Unternehmen, was wir gemacht haben mit der Teichanlage oder sowas. Ja, das kann sein, ja. Finchi, du kommst aber nicht bis da hinten hin, ne? Nee. Da musst du dich gleich in der Mitte hinstellen hier, ne? Ja. Ja, habe ich verstanden. Hätte er eigentlich generell machen können. Ja gut, jetzt steht er da einmal. Ja, gut, okay. Er nimmt die hinteren erstmal, dann kann er die vorderen vielleicht besser kriegen. Das für Bäume. Ich glaube, er könnte aber auch die anderen drei Bäume, gleich die er braucht, könnte er auf dem LKW packen und dann rumfahren. Ja, oder so. Müsste auch gehen. Theoretisch, ja. Aber dann wäre dann wieder doppelt und dreifache Arbeit, die eigentlich nicht nötig ist. Naja, gut. Aber er muss sich ja so und so anders hinstellen, also kann er die auch eben schnell auf. Jo. Stellt sich hier in die Mitte oder was? Mhm. Gut. Gucken Sie mal, wofür habe ich das hier gemacht? Gucken Sie mal. Ja. Wie sieht das schon wieder hier aus? Ihr habt das doch. Ich hab das doch vorhin. Also. Das stimmt eigentlich, ne? Wer ist denn hier lang gefahren? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Weil hier schon die Bubbles. Ne? Ja, das wird sich ja gleich. Das wird ja gleich anders. Aber die Statue kommt dann hier hin, ne? Die Statue kommt in die Mitte, natürlich. Von dem Ritter, ne? Von dem Ritter, von der traurigen Gestalt, ja. Genau. Mit dem Schwert, ne? Mit dem Schwert, was wir schon vorhin schon weggebracht haben. Ja, und dann die Kirche da hinten, wo wir auch schon drauf waren, ne? Nicht wahr, Horst? Welche Kirche? Hier, da hinten. Hier, da? Ach, da, ja, ja. Da waren wir auch schon auf dem Kirchturm, ne? Da haben sie recht. Boah, ich schleudert die Bäume aber ganz schön, wa? Alter. Schleudert? Deinen Schleuderkurs heute? Voll der Schleuderhannes hier. Aha. Sollte ich mal lieber ein bisschen drauf achten, ne? Das nein, der macht das schon Bagger gut. Den Bagger? Guck mal, der ist fast am Kippen hier. Guck mal. Ja, ich hab das früher in den Fall. Die Ladefläche gekippt. Jo. Ja, aber wenn er das Moped gleich zurücksetzt, dann ist ja alles wieder gut. Kann ich eigentlich hier auch kippen? Jo, kann ich auch. Und der letzte Baum. Und dann müssen wir ja noch die Statue abholen. Meinen Sie? Ich glaube schon. Aber dann brauchen wir wieder einen Kran, ne?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen die nur enthüllen oder so. Bin mir da noch nie mal so sicher. Okay. Aber das werden wir ja gleich sehen. Genau. Da kommt der letzte Baum mit dem Kran. Heran. So. So, was passiert nun? Ah. Spezialteile platzieren. Welche Spezialteile, die wir noch holen müssen? In 700 Metern. Okay. Vinci, ich steig bei dir ein. So. Wir müssen, glaube ich, am Museum die Teile abholen. Kann ich alles andere schon mal abgeben, ja? Ich würde noch warten. Du kriegst ja kein Brot, ist ja unten. Sie können hinterher fahren. Okay. So, Finji, komm, es ist Zeit für eine Marille. Jo. Prost, mein Junge. Prost, Prost. Junge. Bro. Boah, der ist aber echt heftig jetzt. Jo. Ja, schnell dich nicht. Einfach raus hier. Jawohl. Oh. So wollte ich das sehen. Ich glaube, hier müssen wir eine Brücke bauen irgendwann. Oder eine Straße. Oi, 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 was ist denn hier los? Ja, nix. Oi, oi. 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 Hängst du an der Ampel fest? Hier, Chefin. Wenn Sie hier unten links mal gucken, da ist, gucken Sie mal. Wird da eine Brücke, kommt, müssen wir da eine Brücke bauen? Fragen Sie mich was. Da hab ich glaube, die Bauzäune so unten sind, ja, ne? Genau. Ach so, ja. Könnte sein, könnte sein. Ich denke mal, das ist so. Könnte durchaus möglich sein. Beim Jupp vorbei. Ja, genau. Ja, ein kleines Hubkonzert machen beim Jupp. Ist er hier gar nicht. Alter. Oh, ihr Lieben. So viele Teile? Zwei Stück, ne? Ja, eine Menge, ne? Ich hoffe nur, die kriegen wir hier wieder hoch. Ja, ich denke mal schon. Ey, Junge, mach die Musik leiser. Ich denke mal schon. Oh, das ist ja doch viel. Warum denn so viel? Da stehen zwei. Zwei Holzboxen stehen da. Mhm. Aber wir nehmen, wenn geht, nehmen wir alles mit. Aber ich glaube nicht, dass das passt. Ich das glaub, passt. Das sind die Sachen, die wir geliefert haben vorhin. Ja, komisch. Da mussten wir einen riesen Kran holen, ne? Ja. Und jetzt geht das alles mit dem, ja. Ja gut, die wurden restauriert, ne? Ja, aber dadurch sind sie ja nicht leicht. Dadurch sind sie ja nicht leichter geworden. Das stimmt. Aber vielleicht doch. Na, das glaube ich nicht. Und die schwere Außenfassade entfernt. Ja, perfekt. Muss ich das an der Ochsen. Ja, da hat er drauf. Zack. Zurück. Ja, zack. Keiner weiß, wie er den runterkriegen will, aber er schafft es.
Ja, den kriegt er 100. Aber ich weiß nicht, ob wir alles... Doch, da könnte er ja aufeinander stellen. Hätte die Großen vielleicht nach hinten gestellt, das wäre vielleicht besser. Nee, das ist schon okay so. Ja. Wahrscheinlich müssen wir sowieso zweimal fahren. Nee, glaube ich nicht. Kann man übereinander stellen, die beiden. Wollen wir die Bordwinde zumachen? Mhm. Ganz schön Kraft, ne? Da wird ja schon wieder dunkel. Haben wir schon wieder hier so ein... Brumm, 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 brumm. So. Meinst du, die beiden kriegst du noch drauf? Ne, die müssen ich gar nicht mitnehmen. Nur die beiden hier. Ja, hab ich mir gedacht. Nee, oder? So. So? Ja, ich will doch nicht zweimal fahren. Nehmen Sie mal alles mit. Nimm die mal mit, Finchi. Die werden mir nicht angezeigt. Ach so, dann kannst du die auch nicht aufladen. Naja gut, dann fahren wir mit den Dingern wieder zurück. Ich glaube, wenn wir an der Baustelle sind, ist glaube ich erstmal Zeit zum Feierabend machen, was, Chefin? Ja. Was ist das denn hier so komisch? War das? Hey, da reden die immer von... Von den ganzen Legalisierungszeug und hier kommen die komischen Blitze. Was ist hier los? Also, ich glaube, das sind irgendwelche Farben. Aber merkt er, da ist die Synchronisation schon wieder so ein bisschen eingeschränkt. Ja, die ist nicht eingeschränkt, die ist überhaupt nicht da. Doch, das passt eigentlich ganz gut. Das Hüpfen ist eigentlich. Jo! Hey, Muschi! Ja, die Uschi ist hier vorbei. Hallo. So. Also wenn ich hier so gucke, ne, also ich bin jetzt immer in der Außenansicht, ne. Mhm. Manchmal ruckelt der LKW ganz schön, so wie jetzt zum Beispiel. Ne? Ihr seht dann auch Leute, ne. Also es ruckelt wie Tier. Alter. Ja, nee, klar, machen Sie da! Was macht die da? Guck dir das mal an, die Scheiße hier! Hey! Yeah! Ja, da macht doch mal Spaß, seht ihr Leute, das ist geil! Jawohl! Nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Oh, Junge! Ja, und wie kriegen wir den LKW jetzt wieder hingestellt? Achso. Die hat doch echt einen Nagel im Kopf. Der Erste hat mich gekriegt. Was war denn? Fragen Sie noch. Hast du das gesehen? Hauen Sie ab! Gehen Sie weg! Jetzt fährt die auch noch ohne Licht. Ja, das auch noch. Zieh rüber! Hauen Sie weg! Ach, schade. Weißt du, ist total unlogisch. Ja, absolut. Finde ich auch. Bremse und wir drehen uns weg. Alles klar. Was hat die für ein Auto? Ein Panzer oder was? Ein Humphy. Das ist ein Chefin-Auto. Was ist da die los? Die fährt mit dem Humphy. Ja. Was ist denn da los bei Ihnen? Passen Sie mal auf, gleich, wenn wir ausgestiegen sind. Hm. Okay, Finchi. Wir machen mal Feierabend. Wir gehen mal zu ihr hin, eben schnell. Was? So, Chefin, warten Sie mal. Nein. Sollte mit Anlauf ins Gesicht schieben. Ja, genau. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Bleiben Sie stehen. Nein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ja. Bleiben Sie stehen. Ich will da nicht rein. Das stinkt da drin. Bleiben Sie stehen, Chefin. Nein. Springen Sie ins Gesicht mit dem nackten Arsch. Ich schlafe jetzt auf der Bank. Ich schlafe hier. Ja, genau. Das ist doch mal eine Idee. Ne? Die Männer gehören hier rein. Also. Bis morgen früh. Ja. Nachti. Moin, Fiji. Moin. Ja. Ist ja kalt. Moin, Chefin. Kalt. Na, war kalt die Nacht, ja? Oh. Ja, merkt man doch. Kalt. Schöne Knöpfe hart. Kalt. Den Glas mitschneiden. Ja. Oh, ist langsam mit mir warm. Die hätten ja auch im Auto schlafen können.
Hätten wir auch. Hätten wir noch uns gut einnehmen können. Das stimmt. Ja, müssen wir nächstes Mal machen. Ja. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe, das sind die richtigen. Ja, das sind die beiden richtigen. Was? Wer lacht da? Chefin, was ist los mit ihm? Ja, weil ich dachte mir, es sind zwei große Sockel hier. Naja, natürlich. Die werden schon richtig sein. Wie wir ja in der letzten Folge gehört haben, konnte der Herr Finch ja auch nicht alle anderen aufnehmen. Stimmt, weil die ja, die wüsste ja nicht, wo er sie hinpacken soll hier. Nein. Nein. Doch. Doch, ja. Nein. Doch, lassen Sie mich nachdenken, ja. Ja, könnte. Warum sagen wir das jetzt? Was sind Sie denn so? Kannst du den so annehmen? Nee. Jetzt haben wir nämlich den Salat. Oje, oje, oje. Salato, Tomato, Kollege. Jetzt müssen wir nämlich einen Salat holen. Jetzt müssen wir nämlich einen... Ja, geil. Jetzt kriegen wir das nicht runter, ne? Kannst du mal mit dem Schublader da hinten das Ding runterholen? Mit was soll ich das runterholen? Ja, da mit dem Bagger, der hat doch auch einen Haken dran. Ja, aber so hoch kommst du nicht. Ich weiß nicht. Dann könnte ich es mal versuchen. Könnte eng werden, ne? Ja, die wird gar nichts. Mach mal die Spundwand runter. Ja, 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 genau. Ich mach die Bordwände auf. Ja, ja. Den kriegst du doch da nicht runter. Vielleicht ganz knapp. Ich kann ihn hinstellen, aber nie. Okay. Vielleicht kriegst du den ein bisschen zur Seite geschoben. Knick den Arm ein bisschen ein, genau. Noch weiter. Nein, nicht dahin. Der geht gar nicht. Das macht der gar nicht. Das ist ja lächerlich, oder? Ja. Aufladen kannst du, aber abladen nicht. Ja, du musst ihn dafür einknicken, den die. Ja. Wir gehen mal da weg. Ja, gut. Ja, da komme ich dran. Da kannst du ablassen. Stell mal ab. Ja, warte. Ich bin ein bisschen rüberziehen sonst. Nee, nur. Genau. So, da kommst du dran, ne? Ja, da komme ich dran. Komische Wurst hier, ey. Aber war eine gute Idee von mir, ne? Ja. Ja, dafür sind sie auch die Gelbwürste. Genau, das wollte ich gerade nur noch mal hören. Danke. Oh, die kann ich machen. Gut, dass Sie gesagt haben, es soll noch nicht einfach. Dafür sind Sie meine Nummer 1, dass Sie solche Sachen auf den Hinterkopf fallen. So, wollt ihr dabei sein, wenn ich die ja, bitte, auspacke bitte, bitte. Hier? Ja, klar. Vinci? Wollen wir alle sehen. Ja. Die Enthüllung. Ich pack aus, ja? Jo, pack aus. Ja, pack aus. Ah, er muss den markierten Bereich räumen und der LKW muss auch weg. Katsching. Oh. Oh, und jetzt muss der rausgehoben werden und da oben drauf gestellt werden. Oh, was steht da drauf? Was steht da? Zu Ehren des mutigen Beschützers. Also hier ist ausgepackt, hier ist nichts mehr. Also der Sockel, ne? Aber das wird klappen mit dem Ding, den da auch drauf zu heben, ne? Ja, denke ich auch. Aber ob man den da rauskriegt, ist eine andere Frage. Ne, denke ich schon. Warum soll er den denn nicht da rauskriegen? Hebelwirkung. Nur eine Frage der Perspektive, Chef. Ne? Genau. Oh. Oh, das ist der große Beschützer. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Da schwebt er ein. Oh. Ah. Na, da ist er ja. Ja, da kommt er. Geschwebt. Er schwebt. Oh. Ein Schweber. Ah! Ja,
Ja. Runter, runter. Ja, oh, das sieht gut aus. Und zugucken. Boah, ey. Na, wenn das doch wohl, also das war doch mal akkurat, oder? Das war doch nicht nur Akku, das war Rad, war das. Toll gemacht. Ja, wir müssen die Fahrzeuge hier runterfahren. Und der Opa steht hier auch schon. Opa. Ja, ich fahre ja schon runter. Das erste Fahrzeug ist hier. Stell dir mal hier zur Seite oder an die Seite. Aber Sie können ja, Chefin, schon mal alles einpacken. Den Mullenkipper. Ja, der muss getankt werden hier. Ja, wie gesagt. Repariert werden. Repariert auch. Die Walze muss auch weg. Ja. Solange der Herr Hoffmann da drin sitzt, kann ich die nicht. Aber ich kann sie doch schon mal rausfahren aus dem Bereich. Jetzt auch direkt einlagern. Ist halt nämlich gleich fertig. So, ich stehe nur noch hier drin, damit ihr das seht. So, ich bin. Okay, alles klar. Noch raus. Katsching. Katsching. Ne, noch nicht Katsching. Okay, erstmal hier. Genau, den LKW lassen wir hier stehen. Okay, dann gehen wir mal zu ihm hin. Helm ab. Sie können. So, Herr Direktor. Bitte nicht wieder duzen. Dies ist ein wunderschöner Ort der Erinnerung geworden. Es freut mich, dass die Menschen so mehr über die Vergangenheit ihrer Stadt erfahren können. Wir wissen zwar immer noch nicht, wie es sich genau zugetragen hat, aber die Ritterstatue hat nun endlich ihren Platz gefunden. So kann die Geschichte des Ritters von vielen Leuten aufs Neue entdeckt werden. Und vielleicht führt sie das hier sogar bis in unser Museum. Oh, schön. Denkmalauftrag abgeschlossen. So sieht's aus. Jetzt warten wir nur auf die Sequenz. Mhm. Wenn da eine kommt. Ja, die möchte ich sehen. Ja, und wieder mal ein Auftrag abgeschlossen. Statue hat in der Sequenz gefehlt. Da hinten kommen Sie mal her, Herr Finch. Ja. Da hinten kommt der Flieger angeflogen. Jo, da hinten ist er. Der fliegt jetzt gleich genau hier rüber. Aber eins muss ich ja sagen, ne? Wenn Sie mal ehrlich sind, ne? Das Gestrüpp sieht aber nicht schön aus. Und die unterhalten sich. Worüber reden die denn da? Moin. Na, ihr beiden? Streitet ihr euch, weil ihr so weit auseinander sitzt? Guck mal, da unter dem Baum ist ein Waschbär. Jo. Da sitzt ein Waschbär. Jo. Gibt's ja gar nicht. Kann man den einsammeln? Dann dachte ich jetzt auch. Kann man den einsammeln? Nee. Schade. Aber hier sitzt ein Waschbär. Alter, ich komme vom Baum nicht mehr weg. Alter! Doch. So, die nachfolgenden Sendungen werden sich du musst ein bisschen... aber springen, dann geht das. Junge, Junge. Was machen die hier? Was? Was machen die beiden hier? Ja, was machen die denn da? Was ist denn da los? Was ist denn mit euch hier? Ein Ort der Erinnerung. Ja, das sieht aus wie ein Ort der Joints ziehen, so sieht das aus hier. Aber ist ja nicht und schlimm. Und der Flieger da oben. Naja. So Leute, wir haben es geschafft. Auftrag ist erledigt. Genau. Und dann sagen wir mal bis zum nächsten Arbeitstag oder bis zum nächsten Auftrag. Stellen Sie sich genau vor meine Kamera. Also. Oh, Entschuldigung. Ja. Dann drehe ich mich um. Moment. Moment. Ja. Moment. Stopp. Bleiben Sie mal so stehen. Ich mache noch mal ein Foto. Mit dem Flieger. Schön. So. Und das war's, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.